für die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich sehe hier den Finanzstaatssekretär Jens Spahn auf der Regierungsbank sitzen, und deswegen will ich die Gelegenheit zunächst nutzen, noch mal darauf hinzuweisen, dass wir eines in diesem Land auf gar keinen Fall machen dürfen: Kinderarmut und Altersarmut gegeneinander ausspielen. Wir müssen beides bekämpfen. Und deswegen will ich noch mal kurz sagen, wir haben nach den Kriterien der Europäischen Union derzeit 2,5 Millionen arme Kinder in diesem Land und über 2,85 Millionen Menschen, die bereits ihren 65. Geburtstag hinter sich haben. Also bitte, liebe Koalition, hören Sie damit auf, zu behaupten, es gäbe keine Altersarmut und es gäbe nur viel Kinderarmut. Es gibt beides, und wir müssen gegen beides etwas tun. Meine Damen und Herren, 1957 hat Konrad Adenauer unser heutiges System der gesetzlichen Rente eingeführt. Sein Ziel war es, dass Menschen nach ihrem Arbeitsleben in den wohlverdienten Ruhestand gehen können, ohne auf allzu viel im Alter verzichten zu müssen. Das nennt man Lebensstandardsicherung. Und alle Experten sind sich einig, dafür brauchen wir ein Rentenniveau von 53%. Und bis zur Jahrtausendwende hielten Union und SPD sich auch an dieses Versprechen. Und dann kam Gerhard Schröder, SPD, Joschka Fischer, Grüne, Walter Riester, SPD, und die Union und die FDP hat zugestimmt. Und jetzt sage ich Ihnen mal, was die Absenkung des Rentenniveaus mit bewirkt hat. Im Jahr 2000 bekamen langjährig Versicherte, also Menschen, die immerhin 35 Jahre lang Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hatten, wenn sie in die Rente gingen, noch 1.021 Euro auf ihr Konto überwiesen. Im Jahr 2015 waren das noch 848 Euro. Und wenn Sie jetzt mal sämtliche Preissteigerungen einrechnen, dann hätte eigentlich eine solche Rente im Jahr 2015 1.340 Euro betragen müssen. Das bedeutet, die Rentenreformen von SPD, Grünen, CDU, CSU und FDP kosten langjährig Versicherte jeden Monat 492 Euro. Und ich finde, das ist skandalös. Das ist das verheerende Ergebnis einer falschen Arbeits- und Arbeitsmarktpolitik und einer falschen Rentenpolitik. Und diese falsche Politik muss dringend gestoppt werden, meine Damen und Herren. Einer der wichtigsten Gründe von vielen für diese Entwicklung ist das sinkende Rentenniveau. Vereinfacht gesagt ist das Rentenniveau das Verhältnis einer verfügbaren Standardrente zu einem verfügbaren Durchschnittseinkommen. Es hat also nichts mit dem letzten Gehalt im Erwerbsleben zu tun. Das Rentenniveau ist aber die wichtigste Stellschraube für die Menschen, die bereits heute in Rente sind, und für diejenigen, die künftig in Rente gehen werden. Wenn nämlich das Rentenniveau sinkt, dann werden die Rentnerinnen und Rentner noch mehr von der Einkommensentwicklung der arbeitenden Menschen abgekoppelt. Man könnte auch sagen, ihnen wird ein Stück Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand verwehrt. Und das, meine Damen und Herren, darf nicht sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im April dieses Jahres hatte CSU-Chef Horst Seehofer erkannt, dass etwas falsch läuft. Er forderte höhere Altersbezüge für alle und die Rückabwicklung der Riester-Rente. Er behauptete sogar kühn, dass die 2001 beschlossenen Kürzungen des Rentenniveaus dazu führen werde, Zitat, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung in der Sozialhilfe landen würde, Zitat Ende. Dies betreffe besonders Frauen, die oft weniger verdienten als Männer und ihre Berufstätigkeit zugunsten der Familie unterbrächen. Bei der Reform müsse der gesetzliche Anteil an der Rente im Zentrum der Überlegungen stehen. Nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung sorge privat fürs Alter vor. Und er sagte wörtlich, die Riester-Rente ist gescheitert. Recht hat er. Sie können heute in der Süddeutschen Zeitung, Kollegin Griese, nachlesen, wie recht er damit hat und wie richtig das ist. In der Süddeutschen Zeitung finden Sie heute ein vernichtendes Urteil zu der ganzen Riester-Reform. Aber ich komme auch zur SPD. Die hatte nämlich mit ihrem Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel ins gleiche Horn gestoßen. Zitat:
das Niveau der gesetzlichen Rente darf nicht weiter sinken, sondern muss auf dem jetzigen Niveau stabilisiert werden, sagte Sigmar Gabriel. Ja, und was kam jetzt auf dem Koalitionsgipfel genau heute vor einer Woche in Sachen Rentenniveau? Nach wochenlangen geheimnisvollen Ankündigungen der Arbeitsministerin von 2 Haltelinien raus? Gar nichts. Null. Niente, Nietzsche, nada, zero. Sigmar Gabriel und Horst Seehofer, 2 der Parteichefs von Schwarz-Schwarz-Rosa, haben sie voll auflaufen lassen. Das ist doch die Wahrheit. Und zu den Ostrentnerinnen und Rentnern sagen dann Staatssekretär Jens Spahn und sein Chef Finanzminister Schäuble, mir gäbet nix. Und bei allem Respekt vor Frau Ministerin Nahles, man könnte auch sagen, Herr Schäuble und Herr Spahn ziehen die Arbeitsministerin Nahles am Nasenring durchs Kanzleramt. So ist es doch, meine Damen und Herren. Ja, ich weiß, bei der EM-Rente hat es Verbesserungen bei der Zurechnungszeit gegeben. Dazu muss man wissen, von 2018 bis 2024. Für die heutigen Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner, deren Renten viel, viel, viel zu niedrig sind, tun sie alle rein gar nichts. Das ist die Wahrheit. Die lassen sie im Regen stehen. Und bei den Ostrenten, jemand, der 1990 beim Fall der Mauer in Rente ging, der muss jetzt 100 Jahre alt werden, bis er noch erleben darf, gleiche Rente für gleiche Lebensleistung. Und da sage ich Ihnen, das ist Nullleistung, meine Damen und Herren, von der Koalition. Und das Rentenniveau? Das darf jetzt auch in Zukunft weiter sinken. CSU-Chef Seehofer hat nur eine große Klappe gehabt. Die Koalition lässt Alte und Junge im Regen stehen. Ich sage, das ist ein Armutszeugnis. Jetzt sind alle enttäuscht. Sogar Ministerin Nahles ist von den Beschlüssen des Koalitionsgipfels enttäuscht. Die Rentnerinnen und Rentner sind enttäuscht. Und Ministerin Nahles konnte der CDU nicht einmal abringen, dass das Rentenniveau wenigstens stabil bei den heutigen 48% bleibt. Ich sage, Frau Nahles, im Interesse der vielen Millionen Menschen, die bereits heute Rente beziehen oder mal eine beziehen wollen, hätte ich Ihnen hier einen Erfolg gegönnt. Stattdessen sagen Sie in der FAZ, ich würde ungern über das Rentenniveau streiten im Wahlkampf. Das führt zu einem reinen Überbietungswettbewerb und der wird zu teuer. Das kann sich nur die Linkspartei leisten, die sich einen feuchten Kehricht darum kümmert, was es kostet. Zitat Ende. Ja, klatschen Sie nicht zu früh. Das sagt die Richtige. Die will nämlich noch mal zusätzlich 60 Millionen in den Riester-Unsinn investieren. Nein. Deshalb sind unsere beiden Anträge richtig und wichtig. Wir müssen das Rentenniveau wieder auf 53% anheben. Denn dann hätten wir die Probleme mit dem absinkenden Niveau nicht mehr. Und die Menschen könnten auch im Alter ihren Lebensstandard halten. Und das ist auch finanzierbar. Ein Rentenniveau von 53% brächte der Standardrentnerin oder dem Eckrentner von heute 127 Euro mehr netto und dem von 2030 314 Euro. Und finanzierbar ist es auch. Ich kann es nicht mehr hören, von wegen die Beiträge wachsen in den Himmel, gehen durch die Decke oder explodieren. Jemand, der heute durchschnittlich verdient 3.022 Euro brutto im Monat, der müsste nur 33 Euro mehr in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Und der Arbeitgeber auch. Und dann hätten wir das Rentenniveau. Und ich habe mit Ihrem Zuruf gerechnet. Im Jahr 2029 geht die Bundesregierung von einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 4.423 Euro aus. Und dann kann man mit 99 Euro mehr in die gesetzliche Rentenversicherung ein lebensstandardsicherndes Rentenniveau halten. Und jetzt kommt der Clou. Dann brauchen wir die Riester-Beiträge nicht mehr, denn Sie muten den Menschen zu, 4% von Riester einzuzahlen. Und das heißt 108 Euro heute weniger, 33 Euro mehr. Die Menschen hätten 75 Euro mehr in der Tasche und im Jahr 2029 wären es noch 65 Euro mehr. Ich sage Ihnen, ein anständiges Rentenniveau ist finanzierbar. Und diese Berechnung wird auch von der Ministerin in ihrem schönen Rentenversicherungskonzept bestätigt. Schauen Sie auf Seite 26, da werden die Zahlen alle völlig klar gemacht. Aber was wir heute haben, ist die Situation, dass im Jahr 2000 bei einem Rentenniveau von 53% man 24 Jahre arbeiten musste, um eine Rente in Höhe der Sozialhilfe zu bekommen, der Grundsicherung im Alter. Aktuell sind das aber schon 29 Jahre und 9 Monate. Und wenn es so weitergeht, dann werden wir in Zukunft selbst bei einem Rentenniveau von 46% dies erst nach 33 Jahren erreichen. Ich komme zum Schluss. Ja, bitte.
Hören Sie auf Norbert Blüm, der war 16 Jahre Arbeitsminister, der hat gesagt, Zitat, die Rente muss höher sein als die Grundsicherung, sonst verliert das System seine Legitimität. Ein Niveau von 46% wird dafür nicht reichen. Recht hat er. Das geht, eine Rente gut zu finanzieren. Schauen Sie nach Österreich, aber darüber reden wir ein andermal. Ich sage herzlichen Dank. Vielen Dank, Matthias W. Birkwald. Meine Empathie in dem Jahr war der Zeit geschuldet. Ich bin nämlich ganz objektiv. So, nächster Redner.